Eure Kommentare zu einem Discord-Server unter dem letzten Video waren sehr eindeutig, also haben wir einen Discord-Server gemacht. Erster Link in der Videobeschreibung, ihr dürft gerne drauf joinen, wir würden uns freuen. Vor 2 Tagen hat der YouTuber Mikamura auf YouTube eine Talentshow veranstaltet und wir haben daran teilgenommen. Wie das Ganze ausgeht, seht ihr in diesem Video. Ich fand's sehr, sehr gut. Ich fand's wirklich sehr gut. Das war eh verdammt gut. Wie lange spielst denn du schon? Ich spiel gar nicht, glaub ich. Jetzt guckt er so auf die Uhr. Okay. So, seid ihr zufällig alle gerade auf dem Server online? Welchen? Wir wollten tatsächlich was im Real Life machen. Oh, okay, da bin ich voll bei. Wollte ich einmal vorstellen und sagen, was euer Talent ist, okay, okay. Oder was ihr vorstellen wollt. Ente fängt an. Ja. Okay, guten Tag, ich bin die Ente und ich habe 100-mal den Lava-Golem in Ark gemacht. Du hast den... okay. Beweise könnt ihr unter www.youtube.com. Das Fan bei Dodos. Oder was ist das? Nein, alles gut. Ja, das war's dann auch schon wieder. Nein, gar nicht. Okay. Ja, hallo, ich bin der Sidelius. Ich hab mir vorhin ein Keyboard gekauft. Und ich hab das hier jetzt so stehen und ich hab da sowas geübt, weil ich hab so gesehen, da ist das Event. Und ich dachte, ich spiel was, aber ich habe da erstmal eine Frage, und zwar, schaut irgendwer von euch Anime? Ja. Echt? Oha, cool. Wenn du jetzt Tokyo Ghoul spielst, wieder. Hast du von mir auch schon gewonnen. Scheiße, kann ich leider nicht. Also kann ich so ein bisschen, aber nee. Hashiete! kennt ihr den Anime No Game No Life? Ja. 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 Ja, kommst du jetzt warte, zur Hälfte. Ja, okay, ja. Sagt euch, warte. Also ich hab mir das Opening davon auf jeden Fall ein bisschen beigebracht. Selber auf dem Klavier. Okay. Inwiefern sind die anderen beteiligt? Sehen die? Nee, die sind gar nicht beteiligt. Wir gucken zu. Achso, die sind aber da. Oh, what? Ich dachte, da kommt ich bin eigentlich das echte Talent hier. Oh, das einzige Talent hier. Aber sie sind gar nicht. Also, unser Gruppentalent ist, dass wir zusammen Made by Dodo für erschaffen haben. Okay. Good to know. Also, ich stelle mir jetzt einfach von meiner Seite vor, dass sie im Hintergrund so Popons wackelt und sowas. Und er dann mit dem Keyboard spielt. Wir sind die Cheerleader. Ja. Hört man ein Klavier? Ja. Ja. Dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Also, ich muss sagen, mir hat's auf jeden Fall gefallen. Ich habe eine Zeit lang kurz abgefeiert, ein bisschen mein
Head geschickt und hab mir gewünscht, dass ich die Lyrics können würde, weil dann hätte ich einfach mitgesungen. Ich fand's sehr, sehr gut. Ich fand's wirklich sehr gut. Das war eh verdammt gut. Aber wie lange spielst denn du schon? Ich spiel gar nicht Klavier. Jetzt guckt er so auf die Uhr. Also in Real Life spiel ich Klavier seit 3 Jahren. Aber ich mach das halt meistens so, eigentlich bringe ich mir die meisten Lieder selber bei, zum Beispiel so Anime-Openings, da findest du keine Noten von. Das heißt, du hörst dir einfach das Opening an, bis du es irgendwann im Kopf hast und dann probierst du irgendwie das Opening zu spielen. Ja, yeah, okay, kommt mir bekannt vor. Ich mache auch immer nur alles nach Gehör. Also, ansonsten hätte ich noch, das kann ich nicht so gut, sagt euch Demon Slayer was? Jo. Ja. Okay, ja. Er ist auf den Nerds getroffen. Ja, ich habe halt gehofft, dass einer von euch Anime schaut, weil für einen Anime-Gucker ist das halt irgendein Lied, aber mehr nicht. Aber ich hab beide geschaut, tatsächlich. Das ist cool. Oh, Demon Slayer ist so ein cooler Anime. Falls immer noch, dass es weitergeht. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich fappe nicht, ich will es nur noch sagen, weil vielleicht ist es falsch. Ja, da wird man echt neidisch. Danke, danke. Ich sag's offen, von meiner Seite aus gibt's ein klares Ja. Warte, ich bin noch nicht fertig, ich kann noch was Trauriges spielen. Es geht weiter. Ist er jetzt gerade auf Snoop Dogg gewechselt? Yep. Also. Ja, auf einmal höre ich Dr. Dre. nee, also ich habe halt das gesehen und habe dann halt so geschaut, was kann ich spielen, was vielleicht lustig wäre. Ja, okay. Das ist nice. Selbst wenn du nur alle meine Hähnchen irgendwie gespielt hättest, wäre ich beeindruckt gewesen. Also. Ich spiele eine traurige Version. Alle Männchen ertrinken im See. Wow.
Aber solltest du vielleicht nicht sein, also von meiner Seite kriegst du auch ein definitives Ja. Und von den anderen. Hätte ich einen goldenen Buzzer, würde ich jetzt einmal draufdrücken, ey. Oh, okay. Willst du einen goldenen Buzzer drücken? Ich kann so tun, als hättest du einen gedrückt. Irgendwie, ja. Irgendwelche Effekte mache ich schon. Also, ich habe dir nochmal ein Ständchen reingemacht. Und Kami sagt bestimmt auch ja, oder? Ja, aber das habe ich schon nach dem ersten Song gesagt. Also. Yes, also auf jeden Fall dreimal ja, mit Sternchen markiert, wegen dem Buzzer. Das ist cool. Und es ist so ungefähr das hatte ich mir vorgestellt, wenn man so sagt, das ist eine Talentshow. Ja. Nicht, dass man auf einmal anfängt zu prügeln. Ja. Wenn du To Be Continue spielen kann, dann würdest du das einmal zum Abgang machen. Das wäre cool. Oh, das wäre gut. Ich kann das vielleicht auf den Kopf, warte mal. Nee, ich kann das hier.